Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruse mit mir. Ich bin Mac Chris und ja, schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich Top 5 für euch. Es geht um UFOs, ja, eines meiner Lieblingsthemen. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß. Hier ist Top 5. Ja, Top 5. Also da haben wir 5 seltsame UFO-Videos, die wir sehen müssen. Ja, dann schauen wir mal rein, denn UFOs sind immer gut. Auf geht's! Welcome to Top 5s. In this video, we'll be taking a look at 5 UFO videos from around the globe that we are sure will give you chills and make you question what is happening in the skies above us. As with all of our UFO, alien, and space type videos, we advise that if you're able and it's safe to do so, take half hour tonight to go outside and take a look at the sky, because you never know what you might see. Das sollten wir sowieso öfter machen, mal in den Himmel gucken, weil so viele UFO-Clips, wie ich in den letzten Monaten gesehen habe, habe ich Jahre vorher nicht gesehen. Verrückt. Echt verrückt, was da zurzeit abgeht. And many of us never take the time to head outside at night with the sole intention of looking into the skies. Make sure to report back to us if you see anything cool. Now, if you haven't already done so, hit those lights, sit back, and let's take a look at some UFOs. Yeah. The Black Disc. This video was recorded on December 21st, 2023, in the east coast city of Christchurch, situated in New Zealand's South Island. Okay. The short video captures what appears to be a circular or disc-shaped object, which is black in color and moving at various speeds as the camera attempts to keep track of its movements. Upon initial viewing, the UFO seems to have a gaping hole in the middle of it. However, eyewitnesses claim that this was actually a bulge or bump on the craft's structure. The person behind the camera states that I stared at it for ages and thought that it was just some trash or something floating, but it was so bizarre. It was donut-shaped like a disc. It was flat to my surprise. As it revealed when it glided around, it was just hovering and swaying a bit when I first saw it. Weirdly, the aerial entity turns translucent before reverting back to its metallic color and texture, fascinating those on the ground. The transparency of the object, not to mention its strange ability to morph into different compositions, has startled those who have watched the video, as well as those who were at the scene. Okay, also es hat die Form verändert und ist dann auch in verschiedenen Positionen aufgetaucht. Sah aus wie eine Disc. Oh, schauen wir mal. The eyewitness goes on to say that I felt like something was watching me, and I watched it all the way home and had to film it. I still can't believe my eyes. So strange. Take a look. Yeah, so yeah. Despite there being very few major sightings of unidentified flying objects in New Zealand, this video has certainly got people talking and shifted. Das sieht tatsächlich aus wie ein Donut, ne? Ein schwarzer Donut. Schwarzer großer Donut am Himmel. Leider auch wieder kein nichts, was man mit Größenverhältnis irgendwie, ne? Schade. The spotlight to our friends from the land of the long white cloud. So what do you think about this one? Could it be a shape-shifting UFO, capable of physical transformations that beggars belief? Could it be merely a smoky cloud or floating balloon of sorts? Also, ob es ein Ballon ist, eine Drohne könnte ich mir vielleicht vorstellen. Dass man das aus der Entfernung halt nicht so sieht. Dass in der Mitte, was jetzt halt wie in der Mitte halt bei einem Donut scheint, dass da doch halt ein Propeller vielleicht drin ist oder so, ne? Or could it be a hoax? We'd love to know your thoughts on this one. Schwierig zu sagen. Also ich habe ja schon UFOs gesehen in Tic-Tac-Form, in der klassischen UFO-Form. Unterfliegende Untertasse halt, ne? Rund, oval, alles, dreieckig, ja? Hier haben wir jetzt mal was ganz Neues, ein Donut. Ja, keine Ahnung. Also es ist ein UFO, weil wir nicht wissen, was es ist. Ich könnte hier stundenlang spekulieren. Eine Drohne würde mir noch als das Möglichste so einfallen. Da, schwierig. Es ist auf alle Fälle ein UFO. Faszinierend.
Sierra Nevada Mountains. This video was recorded on December 17th, 2023, in the city of Portville, located at the base of the southern Sierra Nevada Mountains in Tulare County, California. The footage was captured by the Reddit user JesusElenus111 and has since been reposted on YouTube, Twitter, and other social media platforms. The object was spotted by the user after they purchased a drone and were in the process of testing its flying and recording capabilities for the very first time. The eyewitness states on Reddit that I was exploring the skies when I saw a black dot dripping from the clouds, so I started recording. The raw footage that you see was taken on the DJI Maverick 3 Pro Cine on December 17th, 2023 in Portville, California. Mm-hmm. Take a look at this. According to the user, who is very specific in their description of the events, reports that they had traveled to the city to the electronics retailer Best Buy to pick up a brand new drone the day before the sighting. After making the purchase, they immediately got to work with regard to constructing, testing and enjoying their new toy. Okay, er hat das also mit einer Drohne aufgenommen. Taking note of its maneuverability, agility and recording prospects. Mm-hmm. It was then that the eyewitness spotted something drop out of the sky and fall towards the ground below. Oh wow! A dark circular object caught their eye and provided them with an ideal opportunity to take the drone out for a trial run. Wow, das fliegt da unten rum. Suddenly I saw a black dot dripping from the sky. Was ist das? So I decided to focus the drone camera towards the sphere object. Das fällt and I started following it as I was getting closer. I zoomed in on 7x optical zoom to conserve the quality of the video. But then later on, I zoom in to 28x digital zoom. As you can see from the footage taken that day, the object moves at various speeds and within sight of the drone's camera, as if it knows it's being followed and wishes to be seen. The zoom function on the drone gives us a remarkable shot of the circular-shaped entity from a bird's-eye perspective, which certainly looks like a UFO. Eventually, the user loses track of the saucer after attempting to rotate and flip the drone. Their limited knowledge of drones is admitted in their post. However, what they capture that day proves that drones are definitely useful when tracking and identifying UFOs. Now, we of course cannot say this is alien in nature, but it is a UFO. Ja, richtig, es ist ein UFO. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das was Außerirdisches ist, aber es ist ein UFO. Vielleicht ist das eine neuartige Drohne des Militärs, ist möglich. Kalifornien, da gibt es auch Militärbasen. Der Air Force und so weiter. Also ich glaube, das könnte möglich sein, dass das vielleicht eine neue Drohne ist, eine neuartige, wo man die halt getestet hat. Ja, eine Aufklärungsdrohne oder irgendwie sowas, ne? Aber die Form und alles ist schon ein bisschen seltsam. Also ich glaube nicht, dass es ein Ballon ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es eine stinknormale Drohne ist. Nein. Ich meine, es scheint ja auch nicht so groß zu sein. Vielleicht etwas größer als ein Medizinball oder vielleicht doppelt so groß. Ne? So wirkte es ungefähr. Das ist schon mysteriös. As it's still unidentified. Ja. Let us know if you can identify it in the comment section below. Seltsam. A Google Maps UFO. The internet is a wonderful tool. No matter what you need, want, or are merely curious about, all you have to do is Google it. The search engine has come a long way after it was founded on the 4th of September 1998. Nowadays, Google has a multitude of applications, including Google Play, Google Podcasts, and Google Maps and Street. Google hat auch eigentlich alles so, ne? Sich ausgebreitet, die Wurzeln überall. Also als ich mit dem Internet damals anfing, da gab es bei Google halt einfach nur eine Suchmaschine. Es gab zig andere Suchmaschinen. Ja. Yahoo, Alta Vista, alles Mögliche. Also Dutzende Suchmaschinen. So, und irgendwann hat sich Google dann durchgesetzt und hat alle verdrängt. Hätte ich damals nicht gedacht, weil eine Zeit lang war Yahoo halt der Marktführer, was Suchmaschinen angeht. Irre. View, the latter being the focus of this particular entry. What is fascinating about modern technology is that with Google Street View, one can simply enter a set of coordinates or specific address and view a complete 360-degree image of their chosen location.
The date of the discovery was on December 16th, 2023. The location, Cevico Naviro, a municipality in the province of Palencia, Spain. Spanien, okay. As the video shows, a black saucer-shaped object is captured by the Google Maps camera as it hovers above a mountaintop. Zooming in closer, one can clearly see that the image is not faked. And it's ja, aber das könnte auch eine Drohne sein, ne? Also ich meine, so hier, da ist ja auch noch irgendwie was. Das könnte auch eine Drohne sein. Congruent with the rest of the visuals. Ja. There are many cases of UFO sightings across Spain, as well as other countries within Europe. Ich glaube, es gibt überall UFO-Sichtungen. Also es würde überall, also ich glaube nicht, dass die UFOs sich auf ein Gebiet beschränken. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es mag vielleicht sein, dass in manchen Gebieten, dass es da vielleicht interessantere Dinge gibt. Aber ich glaube, überall, wenn die Leute halt mehr in den Himmel schauen würden, würde man eventuell auch UFOs entdecken. Ne? Und wenn es halt nur Satelliten sind oder Drohnen oder irgendwas, was man dann auch erklären könnte, wenn man sich die Bilder genau ansieht. Was ich faszinierend finde, ist, dass es in den USA die meisten UFO-Sichtungen, die gab es tatsächlich auch in den Gebieten, wo früher Atomtests durchgeführt worden sind. Ja, in den Wüsten, in Nevada und so weiter. Zu der Zeit gab es da sehr viele UFO-Sichtungen. Und das mag vielleicht sogar damit zusammenhängen, dass die, ich sage es jetzt mal, die Außerirdischen halt sehen wollten, wie wir uns entwickeln, ja? Was wir da für eine neue Technik haben. Und ja, also die wollten halt die Tests beobachten. Sowas zum Beispiel. Ja? Oder da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich habe auch schon mal davon gehört, dass es zum Beispiel vor Naturkatastrophen oder so auch mehrere, also zu vermehrten UFO-Sichtungen kommt. So, also es mag also sein, dass es vielleicht halt zum Beobachten halt ist, um zu sehen, wie wir darauf reagieren, so wie wir, was weiß ich, Tiere haben, mit denen wir Experimente machen. Oder ich sag mal so, eine Ameisenkolonie, wo wir dann einfach Wasser reinlaufen lassen, um zu sehen, wie verhalten sich die Ameisen zum Beispiel. Das ist jetzt schrecklich, aber das wurde alles schon gemacht. So, es kann ja auch sein. Es kann natürlich auch sein, dass das nicht Außerirdische sind, sondern vielleicht Zeitreisende, die halt bestimmte Momente der Geschichte sich ansehen wollen, ne? Halt wie Wissenschaftler das tun würden, so wie Archäologen heute Dinge ausgraben und dann auch eventuell Vermutungen anstellen, wie etwas abgelaufen ist. Ja, auch möglich. Also für UFOs an sich gibt es zig Erklärungen. Eine fantastischer als die andere, ja. Alles möglich. Aber ich finde es halt interessant, dass auch gerade bei solchen Ereignissen vermehrt UFO-Sichtungen auftreten. Ja, weil das mit den Atomtests damals, das ist halt so. Also da gab es halt UFO-Sichtungen, ganz viele. Ob das jetzt generell mit der Zeit auch zusammenhängt, weil das ja so ein bisschen die Hochphase auch war nach Roswell und so weiter. Möglich, ja. Something that shows no sign of slowing down, especially with the rise of TikTok, YouTube and other social media platforms. Now, could it be that our modern technological advancements are now able to capture evidence of unidentified aerial phenomena by accident? If so, one may wonder what secret government projects and alien truth seekers have purposely caught on tape. What is even more sinister is the fact that no matter where you are in the world, there is a digital snapshot of your city, town and house. On a more fun and positive note, you can take a look at the picture for yourself. The coordinates are on screen and in the description box below. Schwierig zu sagen, ne? Ich glaube, das Internet ist, er hat jetzt auch viel über das Internet geredet. Das Internet ist eine schöne Sache, eine tolle Sache. Vernetzt praktisch die ganze Welt. Wir sehen hier Clips, wir sehen hier Bilder und Videos von UFOs, die hätten wir vor 20, 25 Jahren nie gesehen. Ja, also da musste ich, als ich Jugendlicher war und mich für solche Dinge auch interessiert habe, musste ich immer auf irgendwelche Sendungen im Fernsehen warten. Und da gab es halt auch noch nicht so viele Dokumentationen. Da gab es noch keine Ancient Aliens und wer weiß was alles. Oder man musste sich halt ein Buch kaufen. Also es war sehr schwierig, da an Informationen zu kommen.
und an Bildern auch, um sich halt auch mit dem Thema zu beschäftigen. Das war halt einfach so. Heute könnte man sich global vernetzen, man könnte Bilder austauschen, man könnte sich richtig mit der Thematik beschäftigen. Nicht nur was UFOs angeht, auch vielleicht so etwas wie die Bigfoot, Geister, Schattenwesen und so weiter. Das Problem ist halt, es gibt zu viel drumherum. Ne? Und ich habe so das Gefühl, das Internet, das ist jetzt ein bisschen philosophisch und vielleicht ein bisschen auch ab vom Thema, das Internet verbindet zwar die ganze Welt, treibt uns aber doch weiter auseinander. Weil halt unser Fokus, also wir werden so sehr abgelenkt von allem und sind dann nur noch, ja, wie soll ich sagen, also nur noch die unwichtigen Dinge sind wichtig, sodass wir uns damit vielleicht gar nicht beschäftigen. Weil, ne? Schade eigentlich. Weil gerade das Thema UFOs und auch die Diskussion darüber und die Fragen auch, ja, die bringen ja was. Also man könnte ja, wenn da auf einmal Experten mit dazu stoßen und so, könnte man ja darüber spekulieren, was ist. Man hätte ja ganz andere Möglichkeiten. Es passiert auch schon im Kleinen, ja, selbstverständlich. Aber weltweit könnte man das viel größer aufziehen. Es müsste halt nur gemacht werden, ne? Und da fehlt halt so ein bisschen der Fokus bei der ganzen Geschichte. Aber warten wir mal ab. Es tut sich ja gerade sehr viel. Also vor ein paar Jahren hat ja die US-Regierung praktisch zugegeben, dass es UFOs gibt. Ja. Woher die jetzt kommen, wissen die selber auch nicht. Und wir hatten jetzt vor ein paar Monaten eine Anhörung vor dem Kongress, oder die laufen ja auch immer noch, von ehemaligen Militär- und Geheimdienstmitarbeitern der USA, die halt auch erzählen, dass es halt auch Kontakt mit Außerirdischen gibt. Ja, und gab schon sehr lange. So, und mal gucken, wie sich das dann noch entwickelt. Die haben ja auch angeblich Beweise. Die möchte ich gerne sehen. Die möchte die Welt gerne sehen. Dann schauen wir mal. Ich glaube, heutzutage wäre das alles nicht mehr so das Problem. Ich glaube, wenn heute die Regierung der Welt sagen würde, Leute, es gibt Aliens, wir haben auch Kontakt dazu, das würde die Menschen vielleicht, ja, kurz schockieren, aber im Endeffekt ahnen es ja schon die meisten, ja. Ist ja einfach so. Ja, um nochmal aufs Internet zurückzukommen, das Internet ist eine tolle Sache, aber leider oft nicht gut genutzt. Sagen wir mal so. What is this object? Keeping with the more recent video releases, this one was posted on YouTube channel Living the Good Life, where the creators posed the question, what is this object hovering in the sky? It's certainly worth a watch. Take a look. The object was seen over the skies of Chester County, Pennsylvania, which borders between the smaller states of Delaware and Maryland. Known for having and preserving major farmlands in the region, this particular sighting took place over a rural farm not far from Westchester University on December 1st, 2023. The video appears genuine in nature, as the object is barely visible due to the distance between its location and the person behind the camera. The image is unclear and merges with the external clouds and skyline. Whatever it is large and slow moving. When the camera zooms in to focus on its structure, we can see that it's dark, saucer-shaped, and almost hovering in the sky, or at least moving very slowly across the picturesque horizon. As we come to learn more of the government's secret operations, militarized aerial advancements, and UAP disclosures, due to workings and efforts of Dr. Stephen Greer, Jeremy Corbell, and George Knapp, the possibility that this video has captured some sort of alien mothership is not beyond the realms of probability. So what do you think? Could it be a plane, a cloud, or something more sinister? Schwierig zu sagen, ne? Also wenn es sich sehr, sehr langsam bewegt, glaube ich nicht, dass es ein Flugzeug ist, ganz ehrlich. Das sah ja auch sehr, sehr groß aus. Es ist ja sehr, sehr weit weg und man musste sehr, sehr, der musste sehr nah ranzoomen, um dass man das überhaupt sieht, richtig, so halbwegs. Ja, also die Qualität ist natürlich übel. Ja, es ist auch ein UFO. Ne? Also man muss nie viel darüber spekulieren, ob etwas ein UFO ist, sondern eher die Frage, woher kommt es? So, und das weiß man halt und kann man halt bei niemandem, bei keinem UFO wissen. Ja, es sei denn, man zoomt ran und da ist ein Schild drauf, wo drauf steht, ja, was weiß ich hier, made by Andromeda oder was auch immer, ja.
Also, pff. Numero uno. Meteor hiding UFO. Oh, Meteor One. We'll end this list with a fascinating visual of a meteor caught on tape as it drops from the sky. Also gut, mit Meteor versteckt UFO, so. However, look closer, and you may notice that this natural astronomical event may in fact be harboring something much more intriguing. Take a look. For anyone who has seen the blockbuster movie or heard the legendary soundtrack, War of the Worlds, this video may Klasse Film. Chill you to the bone. The date of the sighting took place as recently as January 7th, 2024, in the remote village. Oh, das ist ja von letzten Monat sogar. Of Northford, a census-designated place comprising of residential and rural land in the town of North Branford, New Haven County, Connecticut. The video captures the meteor as it breaks through the sky and plummets towards the ground below. Cool. However, when slowed down, one can see a dark, disc-shaped object lodged in the center of the rock. Ja, gut, close-up shots seem to suggest that something is attached to the meteor as it enters our atmosphere. Could it be that an extraterrestrial spacecraft? Ja, aber so ein Meteor, wenn er in die Atmosphäre eindringt, der wird zwar schon so halbwegs zum Feuerball, aber der brennt ja nicht komplett so. Das kann halt auch sein, dass das doch ein Teil der Fläche vom Meteor ist, das noch nicht in Flammen steht. Das wird ja jetzt kein so riesiger Meteor gewesen sein, weil sonst wäre der ja ein bisschen härter eingeschlagen wahrscheinlich. Also das wird wahrscheinlich noch eine Fläche sein auf dem Meteor, das nicht in Flammen steht, ne? Durch den Eintritt in die Atmosphäre. Has piggybacked onto the small asteroid in order to disguise itself and arrive on Earth's surface undetected. If H.G. Wells' story is anything to go by, then there is a strong possibility that an alien craft or tripod is now lodged in the grounds of Northford, biding its time and waiting to rise up. Na klar. Could this be a far-fetched assumption or a prophecy coming true, as predicted by the Shakespeare of science fiction? Also wie gesagt, ich bin ja nur Laie, was das auch angeht, ne? Also das ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es tatsächlich auf diesem Meteor nur eine Fläche war, wo es halt nicht in Flammen stand, ne? Möglich. We all know the criticism and skeptical backlash George Orwell endured after writing 1984. And yet, all we need to do is look at the modern world to know that he was right. So, need we say more? What do you make of this one? Take another closer look. So, that's it for this video. Schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass das ein UFO war. Ein bisschen kritisch heute auch, ne? Das ist von Top 5. Muss ich ja sagen. Ja, das war's dann wohl für heute. Ja, genau das, was ich mir erhofft habe. Sehr interessant, faszinierend. UFOs sind immer noch eines meiner Top-Themen, wie ich finde, für mich persönlich. Schon immer irgendwie gewesen und auch immer noch. Ja, so praktisch der Bigfoot am Himmel für mich. Ja gut, ich danke euch fürs Zusehen. Unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu dem Video von Top 5 und auch zum Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Grusel mit Matt, Chris, Grusel mit mir. Leute, ich empfehle mich. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Adios.